Willkommen zum 13. Teil der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus. Hier geht es darum, das magnetische Feld, das B-Feld, zu berechnen von einfachen Geometrien. Und zwar schauen wir uns an einen geraden Leiter, die Leiterschleife und die Spule. Da die Berechnung etwas länger dauert, machen wir aus diesem Teil zwei Abschnitte. In diesem ersten geht es nur darum, das magnetische Feld von einem geraden, unendlich langen Leiter zu berechnen. Hier ist das Schlüsselexperiment gezeigt, was wir uns im letzten Kapitel genauer angesehen hatten. Wenn man einen geraden Leiter nimmt, einen Strom in diesem Leiter hat, dann scheint es so, als erzeugt dieser Strom ein Magnetfeld. Und wir haben das hier beobachtet an dieser Kompassnadel, die sich ausrichtet irgendwie zu diesem Leiter und natürlich in Relation zu dem Strom. Und wir hatten dann hergeleitet das Biot-Savart'sche Gesetz, hier steht es, was aussagt, dass das Magnetfeld, was erzeugt wird, proportional ist zum Strom, der fließt mit irgendeiner Konstante, μ0 durch 4π, und wir müssen integrieren, die Leitergeometrie, das ist dieses dl, über das integriert wird, kreuz r, wobei r der Abstand ist zum Leiter, und noch teilen durch r hoch 3. Das heißt, das ist der Ausdruck Biot-Savart'sche Gesetz, um aus dem Leiter das Magnetfeld zu berechnen. Ist das einfach zu berechnen? Sicherlich nicht, weil hier dieses Kreuzprodukt drin steht. Wir hatten im letzten Kapitel auch gesehen, dass wir natürlich wie bei der Lorentzkraft auch einen Ausdruck finden können, der nicht über das Leiterelement und den Strom das Magnetfeld berechnet, sondern aus der Geschwindigkeit von einzelnen Ladungen. Wir gucken uns hier aber den Strom an, das heißt, wir nehmen diese Gleichung. Die Richtung, hatten wir gesehen, von dem B-Feld ist senkrecht, das liegt hier an dem Kreuzprodukt, zum Leiterelement und zum Abstand. Okay, können wir das einfach berechnen, wenn wir zum Beispiel so einen Leiter haben? Wahrscheinlich nicht. Die Geometrie ist schwer zu beschreiben. Das heißt, wir beschränken uns auf einfachste Geometrien, einen geraden Leiter. Sowas hier, das soll kreisförmig sein, also eine Leiterschleife, oder eine Spule, das ist im Prinzip sowas. Fangen wir damit an mit dem einfachsten, was man sich vorstellen kann, nämlich einen geraden Leiter, der auch noch unendlich lang sein soll. Also, Magnetfeld eines geraden Leiters, der Strom soll überall gleich sein, und zur besseren Veranschaulichung, zur Beschreibung, nehmen wir so einen Leiter. Also die Geometrie ist folgendes. Wir haben den gesamten Leiter, wollen irgendwo im Raum, in irgendeinem Punkt, einem beliebigen Punkt, ausrechnen, wie das Magnetfeld ist. Können wir da schon irgendwie erraten, wie das Magnetfeld stehen wird? Eine Sache ist klar. Wenn wir wieder das übliche Achsenkreuz nehmen, wir werden irgendeine Vorzugsrichtung haben, die natürlich durch den Leiter bestimmt ist, und das Magnetfeld wird in irgendeinem Punkt im Raum senkrecht zu dem Leiter stehen. Das heißt, wenn wir hier oben den Punkt nehmen oder hier, wird es senkrecht stehen. Hier oben der Punkt in die Richtung oder auf mich zu. Könnte es aber auch sein, dass der Leiter, das Magnetfeld irgendwie vielleicht in diese Richtung steht. Das können wir uns gleich noch überlegen, aber aus diesen Symmetrien, die es gibt, können wir direkt schon Folgerungen ziehen. Berechnen wir aber erstmal mit dem Biot-Savart'schen Gesetz dieses Magnetfeld. Dazu teilen wir ein, den Leiter, wie es hier gezeigt ist, in einzelne Elemente. Das blaue hier oder das rote, und betrachten das Magnetfeld, was von so einem Element erzeugt wird, irgendwo in einem Raum. Und dieser Punkt P hier, der hier gezeigt ist, soll das sein. Der hat dann, dieser Punkt,
den Abstand y von dem Leiter, das Element selber, also dieses dx, Leiterelement hat die Länge dx, soll irgendwo auf der hier gemalten x-Achse liegen. Wie können wir jetzt rangehen und das Magnetfeld berechnen? Wir müssen es irgendwie ausdrücken, die Geometrie, einmal nicht nur durch das y, sondern auch durch den Abstand r, hier als Vektor gezeigt. Und natürlich spielt hier auch der Winkel Theta eine Rolle. Der wird nämlich dadurch bestimmt, wie weit, wo dieses Element dx liegt auf dem Leiter. Wie gesagt, eben wenn wir hier die x-Richtung haben, wird das Magnetfeld von der Richtung her senkrecht auf dieser Ebene liegen, also senkrecht auf der xy-Ebene. Gucken wir uns zur Berechnung den Betrag an von dem Magnetfeld, was von diesem Element dx erzeugt wird. Das nennen wir deswegen auch dB, also für das kleine Element des Leiters. Der Betrag ist also der Betrag, hier sind die Betragsstriche, von dem Vektor dB. Und dieses Vektor dB ist das, was im Biot-Savart'schen Gesetz drin steht. Also brauchen wir es nur abzuschreiben. Mu 0 durch 4pi mal dem Strom. Und jetzt die Richtung wird bestimmt durch den Betrag. Hier sind diese Betragsstriche, gehen hier über dx als Vektor geschrieben, Kreuz r. Und das durch r hoch 3 geteilt. Diesen Ausdruck hier, den können wir jetzt uns umschreiben, weil wir den Betrag dx Kreuz r ausdrücken können als dx mal dr ohne Vektorpfeile mal dem Sinus des Winkels, hier Theta zwischen Vektor x und Vektor r. Das Ganze noch durch r hoch 3 geteilt. Das heißt, ein r kürzt sich raus und wir erhalten μ0 durch 4pi mal i mal Sinus Theta r Quadrat durch r Quadrat mal dx. An der Stelle haben wir jetzt ein Problem, dass wir nämlich drei Größen haben, die die Geometrie beschreiben. Den Winkel bzw. Sinus des Winkels, Theta, das x, also die Lage hier, und das r bzw. 1 durch r². Diese Größen, Theta, r und x, tauchen hier auf, die sind aber nicht unabhängig voneinander. Das heißt, zur Berechnung von dem dB müssen wir das integrieren. Das heißt, diese Größen werden sich auch ändern, wenn man das Element dx verschiebt. Also werden wir versuchen, den Winkel Theta und das r bzw. das x zu eliminieren. Und zwar zwei Größen zu eliminieren, um nur eine geometrische Größe übrig zu lassen. Das können wir in folgender Weise vornehmen, indem wir den Sinus Theta ausdrücken als y durch r. Das ist aus der Geometrie direkt klar. Das heißt, dass r umgestellt ist, ausdrückbar als y durch Sinus Theta. Diese Gleichung brauchen wir gleich. Tangens Theta ist aus der Geometrie das y durch x, nämlich wo dieses Leiterelement dx liegt auf der x-Achse. Hier müssen wir ein Minuszeichen einfügen, wie ich es hier gemalt habe, weil der x-Nullpunkt gerade dort liegt, wo dieses y den Leiter berührt. Das heißt, es ist negativ. Das können wir auch genauso auflösen nach x. X ist also minus y durch Tangens Theta. Um da jetzt weiterzukommen in der Ersetzung, hier in dieser Gleichung, leiten wir dx nach Theta ab. Um das durchzuführen, das y ist ja eine Konstante, schreiben wir das folgendermaßen hin, das Minuszeichen bleibt, also minus y abgeleitet nach dem Winkel von 1 durch Tangens Theta. Tangens ist aber Sinus durch Cosinus, also können wir schreiben
dass dieser Ausdruck schreibbar ist als minus y abgeleitet nach Theta von Cosinus durch Sinus. Nach den Rechenregeln für die Ableitung ist klar, dass wir hier erhalten minus y, hier der Vorfaktor, im Nenner das Sinusquadrat hiervon und dann die Ableitung von dem Cosinus gibt ein Minus Sinus multipliziert mit dem Sinus, also Minus Sinusquadrat und entsprechend hier ein Minus Cosinusquadrat Theta. Sinusquadrat plus Cosinusquadrat ist aber 1, also bleibt hier im Zähler nur ein Minus 1 übrig. Das Minus 1 hebt sich auf mit dem Minus hier vorne. Das heißt, das Ganze ist schreibbar als y durch Sinusquadrat Theta. Damit können wir das dx hier aber schreiben als minus y durch Sinusquadrat Theta mal dtheta. Das wäre die zweite Gleichung, um jetzt den Ausdruck für das dB umzuschreiben, denn wir können jetzt den Vorfaktor zwar beibehalten, also das μ0 durch 4pi mal i, Sinus Theta durch r² mal x können wir hiermit mit der Gleichung 1 bzw. 2 ersetzen und erhalten diesen Ausdruck. Den lese ich jetzt nicht im Detail vor. Da stehen nur Sinus und Cosinus drin und Quadrate und ein y, ist aber unmittelbar klar, dass das so aussieht und wir können da kürzen und erhalten als Resultat μ0 durch 4pi mal i mal Sinus Theta dtheta mal 1 durch y. Das heißt, durch diese zwei Ersetzungen hier in den Gleichungen 1 und 2 ist diese Gleichung umgeformt worden, so dass jetzt nur noch die Entfernung des Punktes P von dem Leiter, das y hier steht, nämlich 1 durch y und hier Sinus Theta dtheta. Das heißt, es ist unabhängig davon, wo sozusagen wie groß das x ist und auch wie groß das r ist, sondern nur noch der Winkel spielt eine Rolle. Und damit lässt sich das ganze Gebilde natürlich auch dieser Ausdruck integrieren. Nochmal, hier ist es gezeigt, zum Integrieren brauchen wir jetzt nur noch diesen Winkel hier zu variieren. Also, wenn man Leiterstück haben, was eine bestimmte Länge hat, zeichnet sich dieses Leiterstück dadurch aus, dass diese beiden Winkel hier, sind sie geschrieben als Theta 1 und Theta 2, unterschiedlich sind. Also B-Feld von diesem Leiterelement ist das Integral von dem Ausdruck jetzt nur in den Integrationsgrenzen Theta 1 und Theta 2. Wenn wir das durchführen, haben wir es einfach, denn das y ist für alle Winkel gleich. Das heißt, das Integral kann geschrieben werden als mit dem Vorfaktor mal minus Cosinus Theta von diesen beiden Winkeln. Das heißt, hier steht der Ausdruck b ist μ0 durch 4πi mal 1 durch y mal in Klammern Cosinus Theta 1 minus Cosinus Theta 2. Okay, das wäre das Resultat. Ist das schon ersichtlich, was das ist? Vielleicht weniger, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie groß Theta 1 und Theta 2 ist. Was ist aber, wenn der Leiter lang ist, unendlich lang? Das heißt, wir betrachten jetzt den Sonderfall des unendlich langen Leiters, dann ist nämlich dieser erste Winkel, Theta 1, 0, wenn das Element weit weg ist von dem Punkt P. Und der zweite Winkel hier, das Theta 2, ist 180 Grad oder Pi Rad. Hier ist immer ein Problem, was nicht so ganz ersichtlich ist, wie der Winkel gerechnet wird. Immer relativ
zu der X-Achse, und zwar in der positiven Richtung. Das heißt, dieses Theta 2 ist aus dem Grunde so zu rechnen, dass es größer als 90 Grad ist. Also nicht dieser Winkel hier genommen, sondern der von der positiven Richtung ausgehend und deswegen 180 Grad. Wenn man das einsetzt, Cosinus von 0 ist 1, Cosinus von 180 Grad oder Pi ist minus 1. Und daher ergibt sich aus diesem Ausdruck hier in der Klammer ein Faktor 2. Und der ganze Ausdruck für das B-Feld des unendlich langen geraden Leiters wird damit zu μ0 durch 2pi, das 2 kürze ich hier weg, mal i mal 1 durch y. Ist das überraschend? Jetzt gucken wir uns an, was da drin steht. Hier steht das y drin, der Strom und eine Konstante. Klar, das Magnetfeld ist sicherlich proportional zum Strom. Es geht skaliert mit 1 durch y zum Abstand. Gut, das können wir uns auch noch überlegen, woran das vielleicht liegt. Was steht in der Gleichung nicht drin? Nicht das x, nicht das r und nicht der Winkel. Klar, aus der Geometrie gibt es keinen direkten Winkel. Es gibt keine andere geometrische Größe, die hier den Einfluss haben könnte. Wir hatten uns anfangs auch schon überlegt, wie das B-Feld steht, nämlich senkrecht auf diesem Leiter und senkrecht auf dem Y deswegen auch. Das ist ja dieses Kreuzprodukt in dem Biot-Savart'schen Gesetz. Das heißt, wir wissen jetzt, dass das B-Feld nicht nur proportional zu 1 durch y, also 1 vom Abstand ist und proportional zu i, sondern auch unabhängig von der x-Richtung und von der z-Richtung. Was bedeutet das jetzt? Das heißt nichts anderes, wenn wir hier den Leiter haben, der unendlich lang ist, ist das Magnetfeld im Raum unabhängig von x, das heißt, es ist in der Richtung überall gleich. Außerdem unabhängig, wenn das die y-Richtung ist, unabhängig von der z-Richtung. Kann das sein? Was ist damit gemeint? Das ist vielleicht etwas verwirrender, wenn wir uns wieder das Achsenkreuz nehmen und irgendeinen Punkt im Raum betrachten. Dann muss das Magnetfeld aufgrund der Symmetrieeigenschaften dieses geraden Leiters überall gleich sein und nur abhängig davon, wie der Abstand ist. Also, es kommt Folgendes raus. Hier ist es gezeigt, wie man sich das vorstellen muss. Wenn das B-Feld nur von 1 durch y abhängt, wird es also schwächer. Hier ist der Leiter gezeigt, wenn man weiter vom Leiter weggeht. Das B-Feld ist proportional zu i, klar. Es ist aber auch unabhängig von dem x und von dem z. Das heißt, es kann nur abhängen, wie groß der Abstand ist von dem Leiter. Das heißt, es muss in Kreisform um diesen unendlichen Leiter herumgehen. Wenn man von oben auf den Leiter drauf guckt, also in diese Richtung des Stromes guckt oder von oben oder von unten, sieht also das B-Feld so aus, als wäre es kreisförmig um den Leiter gerichtet. Das B-Feld selber in jedem Punkt ist natürlich tangential zu diesen Kreisen. Die Stärke nimmt mit 1 durch y ab. Also, das B-Feld, das ist das Resultat, verläuft kreisförmig um den Leiter. Die Laufrichtung, wie rum das nun läuft, ob hier die B-Feldlinien in diese Richtung laufen oder andersrum, die sind etwas von dem Koordinatensystem bzw. von der Definition abhängig. Standardmäßig ist es so, dass sie, wenn die Stromrichtung entlang des Daumens verläuft, die Magnetfeldrichtung entlang der Finger, das heißt, so wie es hier gemalt ist. Wenn die Stromrichtung in die andere Richtung
läuft, also nach unten, ist wieder, sind die Finger die Richtung, entlang der Richtung des B-Feldes, also in die andere, geometrisch andere Richtung gezeigt. Wie groß ist jetzt so ein Magnetfeld, wenn wir die Formel, die wir eben berechnet haben, einsetzen? Hier für ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein Kabel, 5 Ampere soll drin fließen und einen Abstand von ein paar Zentimetern. Für 4 Zentimeter rechnen wir es mal aus, nehmen diese Formel, setzen die Werte ein, also μ0 durch 2π mal 5 Ampere durch 0,04 Meter. Zahlenwerte eingesetzt, aufgepasst, dass die Einheiten auch richtig sind, kommt raus ungefähr 2,5 mal 10 hoch minus 5 Tesla. Wichtig ist da so gespürt zu haben, wie groß das ist. Wenn man das vergleicht mit dem Erdmagnetfeld, das hat so die Größenordnung von 10 hoch minus 4 Tesla. Also es ist kleiner, dieses Magnetfeld bei so einem Standardstrom von 5 Ampere als das Erdmagnetfeld. Und aus dem Grund haben wir auch in dem Experiment beobachtet, dass die Kompassnadel, hier ist es nochmal gezeigt, wenn der Strom sich hier ausbildet durch ein Netzgerät, dass diese Kompassnadel sich nicht vollständig senkrecht ausrichtet zu dem Leiter, weil das Magnetfeld der Erde nicht vernachlässigt werden kann. Also die B-Felder der Erde und dieses Leiters, die überlagern sich. So, jetzt haben wir schon relativ viel Zeit verbracht mit diesem ersten Problem, was scheinbar einfach ist. Deswegen ist es Zeit für eine kleine Pause und die zwei anderen Probleme, nämlich von der Leiterschleife und von der Spule, behandeln wir im zweiten Teil dieses Kapitels. Tschüss, bis dahin.